Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ich bin mal gespannt, wie oft ich jetzt resetten muss. Mindestens schon mal einmal. Aber da freut sich Sony. Weil nicht nur, dass ich hier kostenlose Werbung mache für die PlayStation Mini. Weil wir machen das nochmal. Das ist großartig. Man sollte das öfter tun. Es gibt Tätigkeiten, die können nicht oft genug sein. Jetzt startet er. Ich freue mich. Für die Freunde im Stream. Ich hoffe, das läuft jetzt auch. Das wollte ich so als Rausschmeißer noch machen. Weil ich das damals überraschenderweise gar nicht schlecht fand. Und auch ein Spiel ist, was sich vielleicht nicht so ernst nimmt. Was aber doch ganz cool ist. Und es ist tatsächlich von Sony selbst. Also, von der Firma, nicht hinter der Mauer. Um den Witz auch mal gleich reinzubringen. So, der High Retro Game Lord wird das eh gleich schon wieder kennen. In a time long ago, there lived in the kingdom of Galamir a sorcerer named Zarok. This arrogant, pitiless man hated his fellow citizens for their simple and peaceful ways. So he raised an army of demons and set out to take the realm for his own. The king's champion, Sir Daniel Fortescue, led the militia into battle against this unholy horde. Songs are still sung of how he spearheaded the charge deep into the accursed multitude, how demons fell before him like wheat before the scythe, and how at last, though mortally wounded, he destroyed the sorcerer utterly. Fortescue went down in history that day as the hero of Galamir, and a time of peace began, which was to last for 100 years. And then, the sorcerer returned. Der High Retro Game Lord hat's. Herzlich willkommen zu Medieval, Medieval. Ein ganz, finde ich, ganz lustiges Game. Gibt's auch einen zweiten Teil von, der ist nochmal deutlich besser übrigens. Aber der erste hatte schon seinen Charme. Das ist nochmal Intro, ne? Oder ist das was anderes? Bist du nochmal Intro? Oder ist das was Neues? Ne, es kann was Neues sein. Das sieht dann neu aus. Also, jetzt nicht der Sarg, aber... Du sagst schlecht? Das war nicht so schlecht. Also der zweite ist deutlich besser, kann ich ja sagen. Also wenn der erste dir... Der zweite hatte um einiges mehr Charme. Aber wie gesagt, der erste war schon... Mein Gott, wir hatten damals nichts. Ja? Das war kurz nach dem Konsolenkrieg. Wir hatten nichts. Stimmt, es gibt auch eine PSP-Fassung davon, ne? Fällt mir gerade auf. Stimmt. Die gab's auch noch. Böse Menschen sagen um mich, so ist das Sauerland entstanden, aber ich bin ja kein böser Mensch. Maximo hatte ich auch eine Idee für.
guter Tipp. Der Highway to Gamelot kennt meine ganzen Tipps. Aber gut, wie schon Isabella mal sagt, das ist ja gar nicht live. Und der TR Knight sagt das ja auch, das ist ja gar nicht live. Was ihr hier seht, ist ja gar nicht live. Das ist alles pre-recorded von PewDiePie. Mist, jetzt habe ich es verraten. PewDiePie! Den spielen wir übrigens gleich. Massiver Spoiler! Das sollte übrigens die europäische PAL-Version sein. Ich weiß gar nicht, ich habe das Ding ja auch hier liegen. War das nicht in Deutsch? Weiß ich gar nicht mehr. Erik, Grüße gehen raus. Wie die wir Overkill Walking Dead heute fabriziert haben. Hab da übrigens gezeigt, ist ganz seltsam. Ist so Left 4 Dead in seltsam. So sehe ich übrigens auch aus, wenn ich wach werde, aber ich habe die schöneren Zähne und ich kann sie abends rausholen. Allein, sexy Typ. Let it alone. Fate has given it a second chance. A chance to forget the ignoble truth. A chance to defeat Zarok and live up to the legend. We hopes it does well. Also ihr seht, das ist ein typischer, ja, ich wollte schon sagen, dein Arm, du hast nur einen Arm, den du werfen kannst. Das ist halt ein typischer Plattformer, der, wie das mal gesagt, sich hier jetzt so ernst nimmt. Und der erste Teil war, ja, würde ich sagen, sehr rudimentär. Also, sehr einfach. Also jetzt nicht unbedingt ein Crash Bandicoot oder was weiß ich, wenn man jetzt die N64-Version macht, ein Banjo-Kazooie oder ein Donkey Kong 64, aber das ging schon in Ordnung. Ja. Ich finde euch alle. Und mache euch alle platt. Abteilung. Wo wollen wir hin? Die größte Frage unseres Lebens. Wo wollen wir hin? Was sagt uns das Leben? Wenn das Leben uns etwas sagt. Oder es sagt auch nichts, es schweigt nur. Mein Freund, die Kamera. Genau, da geht's weiter. Wir haben ja die Rune eingesammelt. Dann können wir loslegen. Da. Wollen wir mal in die erste Welt. Ab auf den Friedhof! Der Friedhof! Geht einer von euch noch Pandemonium? Wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube, das gab's auch für die PlayStation, ne?
Ja, bup. Ah, komm. Weg mit dir. Das Schöne ist die Kameraführung. Die ist wieder so schön. Ja, es gab ja zu der Zeit, das muss man ja sagen, die große Diskussion, ob PlayStation 1 überhaupt 3D-Plattformer kann. Und ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, bis auf Crash Bandicoot, ne, ist ja so, da war der N64, das muss man einfach auch sagen, besser, aber trotzdem, das Ding habe ich gezockt. Ich glaube, ich habe sogar auch durchgezockt, glaube ich. Der zweite ist aber schöner. Den zweiten kann ich euch aber eher empfehlen. Und ich glaube, die PSP-Fassung ist, glaube ich, das Remake des ersten irgendwie. Oder so. Müsste mal googeln. Kann ich nicht. Muss gerade Medieval spielen. Und dann könnte ich googeln. Aber das hilft dann nicht mehr, weil dann ist die Aufnahme erledigt. Der Willem kann doch mal vor der Aufnahme Wikipedia lesen. Nein, kann er nicht, weil er müsste erstmal lesen lernen. Das ist schwierig. So. Nimm mein Dolch und stirb, du Zombie. Weil bin ich wahrscheinlich selber, aber... Er ist ja so ein bisschen so ein Typ Geisterpirat, ne? Mein Gott, er ist ja, glaube ich, irgendwie ein gefallener Soldat, aber... Könnte auch in die LeChuck-Gedächtnisgruppe sicherlich auch, also... Ne? Also, mein. Wo geht er hin? Wo muss er sein? Was wird der Sinn des Lebens? Und warum stirbt jedes Mal mein nigerianischer Onkel? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Kann ich noch nicht rein? Okay. Irgendwas fehlt mir wieder. Falls euch das größte Manko auffällt, ja, es ist die Kamera. Irgendwas noch, wo wir irgendwas verwenden können? Nee, haben wir nichts, ne? Da kommen wir her. Auch geheilt. Da kommen wir noch nicht her. Ja. Nö, warum auch? Also. Ist auch doof so. Niemand. Was ein bisschen doof ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut, was willst du machen? Das macht ja keiner für uns. Ne? Liebe Kamera, dreh dich. Dreh dich, Kamera. Ich benutze meine ganze mentale Stärke und die bringt mir nichts. Gut, bevor ich euch jetzt nochmal zeige, wie ich hier sinnlos in der Gegend rumrenne, was ich ja in Videos nie mache. Staubt gerade. Dann können wir es auch hier beenden. Das ist Vishant Medieval oder Medieval oder Medieval oder wie auch immer ihr es aussprechen wollt. Der zweite Teil ist wie schon gerade besser. Aber wie gesagt, ich finde das okay. Es ist wirklich. Man macht mal nichts falsch. Also ist solide. Ist jetzt, wie gesagt, keine Spitzenkost. Aber wie gesagt, ich hatte damals Spaß damit. Und ich sag's mal so: ein bisschen Geschmack soll ich selbst dann tatsächlich noch haben. Gut, wahrscheinlich schreiben jetzt Leute bei YouTube rein: Han, hasse nicht. Aber ich weiß, ich kenne ja dann eure IP-Adressen. Mehr will ich ja gar nicht wissen. Und für den Rest habe ich Facebook, dann habe ich eure restlichen Daten und weiß auch eure Schuhgröße. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.